Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des Sturmsoldaten des Sturmbataillons Rohr an der Westfront 1918 von John Smith Modellbau in Maßstab 1:16. Hierbei handelt es sich um eine Riesenfigur, die basiert auf einem ziemlich berühmten Foto, das habt ihr vielleicht alle schon mal gesehen, das eben so einen jungen Sturmsoldaten zeigt, kurz vor Kriegsende 1918. Ich hatte in der Vergangenheit bereits schon mal das Vergnügen, eine Figur von John Smith Modellbau zu bauen. Das war dieser bayerische Unteroffizier. Und es hat mir sehr gut gefallen. Die Qualität ist eigentlich beispielhaft. Da gibt es kaum was Besseres. Und deswegen finde ich, lohnt sich's mal, dass wir uns den Bausatz hier mal näher anschauen. Die Schachtel ist relativ groß. Das ist für eine Figur in diesem Maßstab auch nicht ungewöhnlich. 1:16 ist doch eine Hausnummer. Ist auch sehr stabil, der Karton, weil die Riesenteile können durchaus auch ein bisschen empfindlich sein. Ihr seht hier, das ist auch alles sehr gut eingepackt mit entsprechend viel Folie, dass den Teilen auch ja nichts passiert. Haben hier auch noch eine kleine Gipsbase dabei und hier in diesen ganzen Tüten finden wir diverse Bauteile. Und hier unten ist nochmal das Foto, das ich erwähnt habe, das hier als Vorbild dient. Und ganz unten haben wir eine sehr dicke Anleitung. Das ist ungewöhnlich. Figuren haben normalerweise so gut wie keine Anleitung mit dabei. Das finde ich auch sehr gut, dass da alles genau beschrieben ist. Das schauen wir uns jetzt alles mal im Detail an. An und für sich bekommt man hier schon mal sehr viel in der Schachtel. Die Anleitung ist tatsächlich mehrseitig. Wir haben hier nochmal eine allgemeine Information, wie man mit Resin arbeitet, dass man da ein paar Sachen beachten muss, wie man es auch verklebt. Das ist zwar normalerweise bekannt, aber ja, trotzdem gut, wenn es einfach beiliegt. Dann haben wir hier relativ viel Beschreibung, auch zur Uniform, zum Helm. Also da ist sehr viel Text, das ist alles auf Englisch. Das ist, finde ich, auch ausreichend. Das ist wirklich sehr detailliert. Zum Beispiel hier die Gasmaske ist beschrieben oder der Spaten, was das genau für Bezeichnungen sind. Sehr umfangreich und detailliert, sehr löblich. Das sieht man selten und ich wünschte, das wäre häufiger so. Und hier eben nochmal das Vorbildfoto. Ich denke, das hat jeder schon mal gesehen, das ist sehr eindringlich. Da kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, was die Leute damals durchmachen mussten. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier der Torso, sehr detailliert, hier mit den ganzen Gurten und der Koppel, Schulterklappen. Man sieht auch hier für die diversen Teile, die hier noch rankommen, sind entsprechende Vertiefungen vorgesehen, dass man die sehr gut platzieren kann. Hier unten müssen wir ein bisschen versäubern. Das ist aber eigentlich die Stelle, an der es wirklich am einfachsten geht. Ja, sieht wirklich super aus. Dann haben wir hier die beiden Beine. Ja, überragend hier mit Schnürsenkeln, die Wickelgamaschen, das ist alles sehr fein modelliert. Hier auch ein bisschen was zum Versäubern. Das ist aber minimal, denke ich. So ganz ohne Versäubern geht es auch nicht. Schön finde ich auch, dass die Angusblöcke relativ schmal sind, das heißt, wir brauchen da keine große Säge oder so, sondern das lässt sich relativ gut entfernen mit dem Messer oder mit dem Seitenschneider, dass schon mal das Gröbste weg ist. Auch hier haben wir wieder praktisch eine Passung vorgesehen. Ja, passt perfekt zusammen. Ja, kann man schon mal so probehalber montieren, also da mache ich mir keine Sorgen um irgendwelche Passprobleme. Hier die beiden Arme, toller Faltenwurf auch hier. Weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber das hat so eine ganz leichte Stofftextur. Also das ist hier Riesenguss auf höchstem Niveau. Und dann haben wir hier noch die beiden Säcke, wo die Handgranaten transportiert werden. Das sind hier diese beiden Säcke. Es liegen auch zwei Köpfe bei, da haben wir eine schöne Auswahl
Das ist hier der, wie es auf dem Foto ist, aber wir haben hier auch noch einen etwas älteren Mann mit einem Oberlippenschnauzer. Sonst, ja, auch hier sehr schön modelliert, tolle Details. Die Ohren sind auch immer ganz wichtig bei so Figuren in der Größe. Ja, also das ist auch sehr schön. Das Material ist auch eigentlich perfekt gegossen, also da gibt es keine Lufteinschlüsse oder irgendwelche anderen gröberen Mängel. In dem Fall müssen wir wirklich hier nur da unten das versäubern und dann passt es schon. Die beiden Hände sehen auch sehr schön aus, auch wenn sie jetzt nicht wirklich irgendwas Spektakuläres machen. Hier innen müssen wir ein bisschen was versäubern und man kann vielleicht auch versuchen, hier zwischen Daumen und Zeigefinger da noch ein bisschen das Material irgendwie rauszuschälen, damit es noch ein bisschen dünner wird. Aber an und für sich, Fingernägel, da ist alles zum Sehen. Sehr toll gemacht. Jetzt kommen wir zu den Ausrüstungsteilen. Der Helm zum Beispiel, überragend. Der ist eigentlich wie das echte Teil auch. Sehr dünnwandig. Alle Details, die man da irgendwie haben will, sind dran. Wir haben sogar innen ein Innenfutter. Das einzig Schwierige ist hier, diesen Gussblock zu entfernen. Das ist nicht ganz einfach, muss man halt aufpassen, dass man das dünne Material nicht beschädigt. Gasmaskenbehälter, ja, ein bisschen Grat zum Entfernen hier. Und auch ein sehr geschickter Angusspunkt hier unten. Brotbeutel, ja, nicht so interessant. Auch schön gemacht, aber gibt es nicht viel zum sagen. Wir haben bloß hier noch für die Feldflasche so eine kleine Vertiefung, dass wir gleich wissen, wo wir die positionieren können. Ja. Ihr seht selber, Qualität ist wirklich beispielhaft. Da haben wir noch mehr Ausrüstung. Hier ist ein Gewehr. Das ist, glaube ich, in dem Maßstab sowieso das Beste, was ich bisher gesehen habe. Da ist auch noch ein Stück Draht hier eingegossen. Sehr dünne Mündung hier und auch wieder ein sehr kluger Angusspunkt. Also das ist eine sehr exakte Replik. Ein bisschen verzogen ist es, wie man sehen kann. Kann man aber mit warmem Wasser relativ leicht wieder gerade biegen. Schanzwerkzeug liegt auch bei. Da haben wir eine Auswahl zwischen einer Schaufel und einer Spitzhacke. Ich glaube, der Soldat auf dem Foto hat eine Schaufel dabei. Ich finde auch die unterschiedlichen Texturen sehr gut gelungen. Wir haben hier einen Holzgriff, aber dann hier praktisch aus Stoff diese Tasche. Das ist alles sehr gut umgesetzt. Dann gibt es auch noch ein paar Kleinteile. Hier das Seitengewehr, dann eine Stielhandgranate, so ein Becher und noch diverse Gurte, die wir noch ankleben können. Auch hier ist so, die Details sind hier über jeden Zweifel da haben. Also besonders die Handgranate, finde ich, ist, ja, schaut aus wie das echte Teil eigentlich. Sehr schön gemacht. Da muss man auch sagen, da lebt der große Maßstab 1 zu 16 ja auch davon, dass die Details da eigentlich schon genauso scharf sind wie am echten Teil. Aber es kriegen nicht alle Hersteller so gut hin. Also das muss ich sagen, ja, überragt eigentlich alles. Ich habe auch schon 1 zu 16 Alpine Figuren gemacht. Die sind auch sehr schön. Aber so dieses letzte i-Tüpfelchen, so wie hier, solche Details sind da auch nicht vorhanden. Und ich finde auch das Material etwas härter. Also das ist ein etwas besseres Resin, wie man das normalerweise bekommt. Und zu guter Letzt schauen wir uns noch die kleine Base an, die beiliegt. Die besteht aus Gips. Auch sehr schön gegossen, wie man sehen kann auf der Rückseite. Da gibt es nichts weiter zu versäubern, das kann man eigentlich so wie es ist sofort verwenden. Dargestellt ist hier, glaube ich, eher eine Straße. Man sieht hier so diverse Wagenspuren und Fußabdrücke. Hier haben wir dann die zwei Vertiefungen, wo man dann die Figur einsetzen kann. Ja, auch hier ist der Guss sehr gut gelungen. Bei so Gipsteilen wird oft ein bisschen gespart, das ist hier nicht der Fall. Ja. Schöne Base, ich weiß nicht, ob ich die jetzt verwenden will für meine Figur, wenn ich sie mal baue und bemal. Finde es aber gut, dass es beiliegt.
Häufig ist es auch so, dass solche Gipsteile den Transport relativ schlecht überstehen, aber hier war es so, das war auch sehr gut eingewickelt in Folie. Das Teil hat also überhaupt keinen Schaden erlitten. Allgemein die Verpackung ist bei der Figur vorbildlich. Hier seht ihr nochmal alles im Überblick. Der Bausatz ist sehr reichhaltig und wie ich finde im Vergleich zu Figuren von anderen Herstellern auch sehr aufwendig gestaltet. Es fängt bei der Bauanleitung an und auch der genauen Beschreibung der Teile, was das eigentlich alles ist. Ja, über die Ausführung des Ganzen und eine kleine Base bekommen wir auch noch. Also das ist wirklich ja, schwer zu vergleichen mit Produkten anderer Hersteller. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich habe noch so eine Figur im Lager und wann immer ich die sehe, nehme ich meistens nur eine mit. Die sind auch nicht wirklich teuer. Für das, was sie sind, so ich sag mal um die 40 Euro, kann man die ganz gut schon bekommen. Und ich finde, ja, im Figurensegment, wenn man das jetzt so vergleicht, das sind sie auf jeden Fall auch wert. Ich finde auch die Thematik recht interessant. Von John Smith Modellbau gibt es relativ viel zum Ersten Weltkrieg und gibt auch in anderen Maßstäben ein bisschen was. Ich glaube, in meinem Maßstab 1 zu 32 oder 1 zu 35 gibt es auch ein paar Figuren aus Resin. Die habe ich mir jetzt leider noch nicht anschauen können bisher. Ich bin ja nach wie vor noch fasziniert von den großen 1 zu 16er Figuren. So viel zu der Figur. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.